Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Daniel, das ist Pflege im Salon. Heute möchte ich euch endlich und meine Kampagne vorstellen, die ich mir ausgedacht habe, und zwar der Arena Fight. In diesem Video möchte ich euch nur mal kurz einen kleinen Abriss geben, wie die Kampagne vonstatten geht. Ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Ich habe schon ein paar Spiele gemacht. Mir gefällt es so ganz gut. Ich hoffe, euch auch. Ich zeige euch jetzt mal, wie fleißig ich war. So, das habe ich jetzt schon komplett alles bemalt. Das muss ich noch. Die spielen noch nicht mit, werden aber, sobald sie fertig sind, eingefügt. Jo, ihr seht, das ist einiges. Das ist ein so ein komplettes Board, ist fast nur die Schurken. Das sind alles Helden. Und zwar hatte ich mir die Story ausgedacht, der Collector und sein Bruder, der Grandmaster, die haben einen kleinen Wettstreit. Das habe ich in so einem Spider-Man-Cartoon auf Disney Plus gesehen. Und zwar, der eine schickt die Helden im Kampf und der andere schickt die Schurken im Kampf. Ja, und so soll das hier auch ein bisschen stattfinden. Aber zwar per Zufall. Ich zeige euch gleich auch wie. Das heißt, ich sage jetzt mal hier, der Kingpin wird ausgewählt. Dann wird per Zufall eine Fraktion entschieden. Diese Fraktionen werde ich aus dem Marvel Crisis Protocol ungefähr nehmen, weil die meisten gibt es da auch. Ich sage mal, wie jetzt hier die Shield zum Beispiel. Hier stehen einige Shield drin. Was Shield ist: Nick Fury, Black Widow, Captain America, Hawkeye, Iron Man, sowas. Das wird dann halt Shield-mäßig sein. Aber nur mal kurz zum Abriss zeige ich euch jetzt mal, was ich mir so ausgedacht habe. Es ist nicht viel, aber ich denke mal, es wird ganz cool. Das sind meine Hausregeln für die Kampagne. Sollte ich euch auch zeigen, ne? So, das sind meine Hausregeln für die Kampagne. War im Multiversum, das sind Paarungen, sind per Zufall. Wenn der Gegner verliert, scheidet er aus. Sollten die Helden verlieren, ich spiele in Dreier-Formation, scheiden zwei aus und einer ist verletzt, der sich halt noch retten konnte. Und der setzt dann halt einmal aus. Es ist Multiverse, es ist alles möglich, das heißt, X-Men können gegen die Sinister Six kämpfen oder gegen Thanos, alles ist möglich. Gruppen werden nach den MCP-Regeln bestimmt oder dass sie von der Story her passen. Ja, dass das so ein bisschen ja auch Spaß macht zu spielen und schön ist. Und die Helden bestimmen ihr Aufenthaltsort. Das bedeutet, der Schurke, der wird halt zufällig bestimmt, wo der hingeht. Und normal sind die dann immer gegenüber. Aber sie dürfen entscheiden, wo sie anfangen. Das heißt, sie können auch beim Neben anfangen, auf ihm anfangen, was jetzt nicht Sinn macht, aber das heißt, die haben es schwer genug, die Helden. Das heißt, die können sich dann explizit aussuchen, wo sie anfangen, aber immer als Gruppe. Jo, so soll das ungefähr sein. Und ja, ich zeige euch mal hier so, wer hier dabei ist. Ja, ihr seht schon hier Deadpool, Quicksilver, Okoye, das hier ist die Mockingbird, Nebula, da hinten haben wir Moon Knight, Nova, Winter Soldier, Deathpool, Dr. Doom, Silver Surfer, dann haben wir hier Black Panther, Wolverine, Elektra, ich glaube Cannonball heißt er da hinten, Vision, Squirrel Girl, Miss Marvel, hier Mystique. Die wird auch als als Gegner auftauchen. Und Cable. Dann haben wir hier Spider-Man, Spider-Woman, Iceman, Captain America, Magneto auch wieder als Schurke. Und als Held kann man spielen. Drax, Beast, The Thing, Ant-Man, War Machine, Mockingbird, Iron Man, Korg, Hawkeye. Dann haben wir hier Venom, Professor X, The Human Torch, Daredevil, Iron Fist. Die habt ihr ja schon mal ab und an in meinen Spielen gesehen. Mantis, Adam Warlock, Thor, Valkyrie, Star-Lord, Luke Cage, Jessica Jones, The Storm, Black Cat,
Howard the Duck, Scarlet Witch, Wasp, Yondu, Captain Marvel, Groot, Rocket, Cyclops, Hulk, Colossus, Nick Fury. Das waren jetzt so die Helden. Ups. Die Helden, die ich habe. Es stehen noch drei auf dem Maltisch. Und zwar Falcon steht noch auf dem Maltisch. Shang-Chi und The Punisher. Hier sind die Schurken, mit denen wir schon mal zu tun kriegen. Das ist Elektro, Sandman, Sabretooth, Rhino, Kingpin, Juggernaut, Bob, ich hasse Bob, Ultron, Red Skull, Vulture, MODOK, Deadpool, Hela, Loki da hinten und Cypher, Ronan, Bullseye, Green Goblin und der Taskmaster. Das sind jetzt die Jungs, die auf der bösen Seite ist. Und wie gesagt, immer drei von den Helden gegen einen von ihnen. Sollten die Helden verlieren, scheiden zwei davon aus. Einen darf ich mir aussuchen, der überlebt. Der kann entkommen oder wird nicht gefangen genommen. Der kann wieder eingesetzt werden. Und sobald einer von den Schurken verliert, ist er auch aus dem Spiel raus und kann nicht mehr gewählt werden. Die Helden gewinnen, wenn alle Schurken natürlich besiegt sind. Die Schurken gewinnen, wenn die Helden ausgelöscht sind. So, hier habe ich nochmal eine kleine Auswahl, was demnächst noch vielleicht dazu stoßen wird. Doctor Strange, Shuri, die hier von Fantastic Four, Ghost Rider, Spider-Man-mäßiges, hier, ne, dann Herkules und Hulk, hier haben wir Blade, Doc Ock kann noch dazu kommen, Ebony Maw als Schergen nachher noch, als Schurken, dann haben wir hier noch, wie gesagt, die habt ihr ja gesehen, die sind jetzt gerade erst frisch auf dem hier beigekommen, Hulk, Ares, da haben wir hier Kang, Kraven, die ganzen Venom, alles hier von, wie heißt er, alles von Thanos-mäßige hier, Black Dwarf und. Auf die können auf jeden Fall noch dazukommen. So, wie wähle ich sie aus? Ich bin gerade dabei, das ist noch nicht ganz fertig, mir hier, kann man gar nicht sehen. Ah, toll, kann man gar nicht sehen. Super. Mega klasse. Na super, okay. Da muss ich mir was einfallen lassen. Auf jeden Fall seht ihr hier so. Ihr seht, was ich meine. Seht ihr hier das Rad? Da wird dann gewählt. Okay, da muss ich mir noch was Besseres einfallen lassen, was zu zeigen. Nicht schlimm. So, hier würde jetzt zum Beispiel Deadpool stehen. Und Deadpool spielt gegen, hier seht ihr jetzt so ein paar verschiedene, die ich habe. Und zwar Avengers, Guardians of the Galaxy und. Ist nun mal so ein kleines Demo. Ein paar kommen noch dabei. So, dann spiele ich gegen die Maximoffs. Das wären jetzt zum Beispiel Magneto, Scarlet Witch und Quicksilver. Ja, sollten die jetzt besiegt werden, kann ich einen davon retten. Und dann gibt es hier noch die Gruppe andere zum Beispiel. Das sind dann die nicht zugeordnet werden können oder die nur noch übrig sind von einer vielleicht oder andere. Ich kann mir welche frei aussuchen. Dann kommt noch dazu die Orte. Das sind halt so die Orte. Ach, sieht man nicht, aber ist okay. New York von den X-Men, Saga aus Asgard, Guardians of the Galaxy und so weiter. Und ich habe dann noch Herausforderungen dazu gesucht. Und zwar haben wir Cerebro. Wir haben dreimal keine. Wir haben Deadpool und wir haben Plan B. Und so werde ich dann die nächsten Paarungen immer auslosen. Ich denke mal, das wird eine feine, runde Sache.
Und ich bin echt gespannt, ob die Helden das schaffen, weil ihr habt ja schon gesehen, Bob und so, die sind schon extrem eklig. Ich bin echt gespannt. Schreibt gerne mal drunter, welches Team ihr seid. Die Schurken oder für die Helden. Und wen ihr mehr zutraut, ob ihr es schafft. Natürlich gibt es auch so Helden wie Deadpool. Den kann man ja quasi gar nicht besiegen. Das heißt, wenn man einmal gegen ihn spielt, ist er schon Auto raus. Der ist nur dabei, weil er dabei ist. Ist kein toller Gegner, aber einmal werden wir gegen ihn spielen müssen irgendwann. Wie gesagt, und sollte einer davon verlieren, wird er aus der Liste rausgelöscht und kommt da auch nicht mehr rein. Und sollten hiervon noch welche fertig werden, werden sie natürlich in der Liste eingefügt und ich zeige euch im Spiel, dass es neue gibt. Wenn ich im dritten Spiel sind hier drei Figuren fertig, die zeige ich euch dann, dass sie auch jetzt dazu stoßen. Ja, das war so der kleine Regelabriss, wie ich das vorhabe. Ich denke mal, ich habe da voll Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Kommt mit ins Marvel-Universum. Das wird sich auf jeden Fall für euch lohnen. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Lasst gerne Likes da, das hilft mir, dass auch andere Leute die Videos finden. Und ja, bis zum nächsten Mal. Avengers sammeln.